Hallo Leute, zu einem neuen Video. Es geht diesmal um Panzertaktiken, wie ihr es am Titel schon gesehen habt. Da war gerade ein herrenloses Fahrzeug. Ich habe von der Seite drauf geschossen, das ist wichtig, denn zuallererst gilt, Panzer haben verschiedene Hitfelder, wo man am meisten mittelmäßig und wenig Schaden ausrichten kann. Triffst du einen Panzer von hinten, machst du am meisten Schaden, triffst du ihn von vorne, machst du am wenigsten Schaden und einen Seiten so Medium Schaden. Deswegen empfiehlt es sich immer, auf die Seiten zu zielen im direkten Kampf oder im Optimalfall natürlich hinten drauf zu feuern. Aber dazu gleich mehr. Hier sehen wir einen Panzer um die Ecke kommen. Ich bringe direkt den ersten Schuss an. Den zweiten konnte ich auch landen. Er hat mir ein bisschen Schaden abgezogen. Ich habe ihm schon viele Leben abgezogen. Ich schieße ihm weiter auf die Seite, während ich ihm weitestmöglich den Bug, die Vorderseite meines Panzers zugewandt lasse. Und hier erledige ich die Infanterie mit dem MG. Das ist ganz wichtig, dass man das auf diese Weise macht. So, der Panzer war fast zerstört, deswegen habe ich noch benutzt, um ein bisschen weiter zu fahren und bin dann ausgestiegen. Weil selbst ein sehr stark beschädigter Panzer ist immer noch gegen Infanteriewaffen sicher, was man als normaler Infanterist nicht ist. Deswegen nicht sofort aussteigen, wenn ein Panzer am Piepen ist. Wir kontrollieren jetzt Einsatz für Bravo. So, hier fahre ich keinen normalen Panzer. Übrigens, bei einigen Clips musste ich leider wegen Dingen, die gesagt wurden oder Liedern, die abgespielt wurden, die Sounds rausnehmen, genau wie hier. Ich fahre hier einen Schützenpanzer. Von den Russen ist der, glaube ich, sogar. Ja, und wie ihr seht, mit dieser Kanone hier richtig gegen Panzer nix aus, aber für das Squad hat es gereicht und für diesen, ja, ich weiß gar nicht, was es ist, gepanzerten SUV, glaube ich, reicht es auf jeden Fall auch aus, die Sekundärwaffe eben auch abgefeuert. Wofür das nicht ausreicht, seht ihr jetzt, nämlich für einen Panzer. Ihr seht, ich mache 2 Damage. Dann bin ich rausgehüpft, hat aber trotzdem nicht mehr gereicht, um zu entkommen. Ich dachte mir, er schießt sich vielleicht auf den Panzer fest. Gut, muss man probieren. Ey, Ahmed! Das war das Stichwort für die Werbung. Was ist los mit dir und deinen Eiern? Da gibt es nichts zum Weggeiern. Namen musste ich leider zensieren, tut mir leid. Weiß jeder, dieser Mann ist dumm. Er stinkt nach Haupt und auch nach Schule. Und ist ein behinderter Hurensohn. Außerdem hat er kleine Eier. Das sagt sogar seine Lehrerin, Frau Meier. Beschmergerkämpfer ist er auch. Drum gibt ihm Assad auch noch eine drauf. Er ist ein Hurensohn sondergleichen. Deshalb wird ihm jedes Girl immer ausweichen. Er ist ein Spast und ein Prolet. Hüte dich vor dem Prophet. Er ist der Dönermann. Und zieht sich komisch an. Du denkst, da ist nichts dran. Doch, da muss ich widersprechen, Mann. Unter mir sitzt ein Spast. Irgendwo auf einem Ast. Ich stecke ihn in den Knast. Wenn er sich ergibt. Und wenn nicht, knall ich ihn ab. Okay, damit wäre ich auf jeden Fall mindestens eine Runde weitergekommen, oder wie seht ihr das? Okay, hier musste ich wieder mal die Lautstärke entfernen. Ich habe auf jeden Fall gehört, dass dahinter ein Panzer steht. Also laufe ich außen rum. Ihr seht, wie ich eben besprochen habe mit euch, hinten drauf schießen, nachzuladen hätte zu lange gedauert, also habe ich es kaputt geschweißt. Hat natürlich den Nachteil, dass ich sterbe. Okay, hier schieße ich auf einen Infanteristen mit der Hauptwaffe. Ist nur sinnvoll, wenn kein Panzer in der Nähe ist, aber jetzt konnte ich ja schon reloaden. Ich schaffe mir einen Weg, weil ich unter Beschuss stand von oben. Und jetzt sieht man hier, mit so leichten Dingern hat man ein leichtes Spiel. Sie können einem nicht schaden mit den MGs. Ich höre immer wieder, dass Leute versuchen, mit MGs den Panzern Schaden zu machen. Das ist natürlich der größte Schwachsinn. Das geht auf keinen Fall. Wird niemals gehen. Und nun, last but not least, einer der schönsten Kills des heutigen Sonntags. Oh, bester Kill. Tschung. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es konnte euch ein bisschen helfen oder es hat euch zumindest unterhalten. Lasst auf jeden Fall gerne einen Like da und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Ja, wieder
Leute parodiert, die YouTube-Videos machen, ist halt so, müsst ihr mit klarkommen. Schreibt auf jeden Fall dazu, wenn ihr wisst, welcher YouTuber das war. Das könnt ihr in Zukunft gerne öfter unter allen Videos machen, wo ich so eine Scheiße hier abziehe, wie genau hier.